Die Hundemesse. DogLife 2020 in der Halle Münsterland in Münster. Wichtig ist eben halt vor allem das Thema mein Hund und ich. Ne? Also dieser Teamgedanke. Wir sind immer in ganz Deutschland auf anderen Hundemessen unterwegs, auch auf der Suche nach neuen interessanten Produkten. Und denen bieten wir zu einem etwas günstigeren Preis einen Bereich an, wo sie sich neu präsentieren können. Und das sind einfach auch immer mal ausgefallene neue Produkte. Es gibt zum Beispiel eine Firma, da können Sie, die bieten Ihnen an, dass Sie Ihre ganzen Informationen, Tierarzt, Impfung, in einer Cloud sammeln. Und die können Sie dann immer abrufen. Das ist zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte. Einer hat zum Beispiel, finde ich ganz süß, so Hundekissen, die wie so Höhlen sind. Ne? Das ist auch total schön, so für kleine Hunde, die kuscheln eben halt gerne. Also Talentsuche, ja. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Einmal macht die Friederike Schulz von der Dog-Uni Halle, die bietet einen Workshop an, ich will mit meinem Hund Sport machen, was will er denn überhaupt? Oder ist er eine Sportskanone oder ist er mehr zum Tricksen oder zum Dog-Dancer geboren? Die macht dazu Workshops, die finden hier auf der Workshopfläche statt. Ja. Ich stehe aber auch im Park mit meinem Hund, der ist jetzt ein Jahr, wie geht's weiter? Nur spazieren gehen, dann können Sie noch bei den Projekthunden Deutschland, die sind auch hier und präsentieren sich, der macht zum Beispiel ganz kleine Tests, ob der Hund jetzt in Frage kommt als Blindenführhund, Kita besuchen kann, als Schulhund oder als Seniorenhund, dass man mit dem Hund Besuche macht im Seniorenheim. Ja? Ah ja. Genau. Also einmal die sportliche Variante und einmal aber auch die soziale Variante. Das ist dieses Jahr so aufgepoppt, das ist auch bei uns in der Gala eben halt. Da haben wir einmal diese ruhige Variante mit dem Rallye Obedience. Und dann haben wir auch die mega sportliche Sache vom Frisbee und vom Dog Survival. Das ist auch ein neues Format, wo sie mit dem Hund 5 Kilometer Hindernisrennen machen. Das Besondere an der DogLife ist das riesige Rahmen- und Mitmachprogramm. Sie können mit Ihrem Hund kommen und sich den ganzen Tag hier sportlich betätigen. Sie können sich aber auch mal hinsetzen, einen Vortrag hören, zum Beispiel zur Fellpflege oder Krallenpflege. Oder eben halt einen Workshop machen im Bereich zum Ich will mit meinem Hund Frisbee machen, wie fange ich das überhaupt an. Dann können Sie verschiedene Sportarten wie Turnierhundesport, Rallye Obedience, Treibball ausprobieren. Und Sie können an unserer Besucher-DogLife Rallye teilnehmen, wenn Sie 3 Stationen absolviert haben, von der Hunderennbahn bis Rallye Obedience und einem Teamtraining, kriegen Sie noch eine Urkunde. Seit wann gibt es die DogLife? Die DogLife hat gestartet 2009. Da hatten wir 10.000 Besucher und 60 Aussteller, aber auch schon ganz viel Rahmenprogramm. Auch die Gala, die damals, glaube ich, 6 Stunden gedauert hat. Ja, das wundert mich. Also, dass der Anfang schon so gut war. Der Anfang, den Anfang, das hat keiner hier im Haus gedacht. Ich habe immer gesagt, wir müssen eine Hundemesse machen. Ja. Ich hatte damals mal einen kleinen Hund, war immer in Dortmund und... dann haben wir überlegt, und keiner hat damit gerechnet. Gab es denn die Messen woanders schon, in anderen Städten? Ja, aber mit einem anderen Schwerpunkt, mit dem Schwerpunkt Rassehund. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Also wir haben auch Rassehunde, aber wir sind nicht nur Rassehunde. Bei uns steht also das Mensch. Kolonadenmischungen haben Sie auch. Ja, natürlich. Ja. Unbedingt. Ja, schön. Genau. Okay. Also das ist ja auch, das hat mich eben schon gewundert, dass es so voll ist. Ja.
eben am Samstag, dass die Leute so früh aufstehen. Da habe ich mich auch gewundert. Ja. Und so ruhig ist, obwohl so viele Hunde hier sind. Ja, die Hunde sind wissen alle das. Die Hunde wissen das, es ist Messe, wir müssen uns benehmen. Und den Kali, der gerade an mir vorbeiläuft, den ignoriere ich. Das wissen die, das merken die. Also unsere Tierärztinnen haben wirklich nichts zu tun, was jetzt mit Beißunfällen oder so zu tun haben. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein Kommandor. Sagen Sie es doch mal. Kommandor. Ein Kommandor? Ja, kommt aus Ungarn. Aus Ungarn? Ein Herdenschutzhund ist das. Ein hier? Herdenschutzhund. Herdenschutzhund. Ja, ist aber geschoren. Ja, sonst ganz dreckiges, nicht dreckiges, sondern Dreadlocks nennt sich das, bis auf den Boden. Ja. Ja. Peter kommt so ein bisschen, dann halten welche an und sagen wirklich aus Spaß, dann gehst mit einem Schaf spazieren und so. Aber muss man eben halt mit leer umgehen können dann. Ne? Gibt es denn noch viele von dieser Rasse? Ja, da gibt es in Ungarn ja, aber hier, ja gut, es gibt hier auch Züchter, es gibt auch welche, die haben die, aber ist selten in diesen Bereichen. Ja. Ich sehe ganz selten ein. Sie kommen hier aus Münster oder kommen Sie in Angerer? Nee, Westerkappenfeld bekomme ich. Ach so. Das ist ja auch hier. Doglife ist ja interessant. Ist interessant, für Hunde, ja. Genau, mal eben vorbeischauen. Es geht ja schnell. Schönen Tag noch. Gleichfalls, Dankeschön. Ne? Gut erzogen ist er. Ja, ist er. Ist er. Sehr gut. Ja. Sie haben ganze Würste hier mit einer guten Qualität und dann haben Sie auch eingemachtes, sage ich mal, in Konserven vom Wild. Genau. Hirsche und so weiter. Genau. Seit wann machen Sie das? Fleischsoße gibt es seit nun mittlerweile 7 Jahren. Ja? Entstanden kommt aus dem Hundeschlittensport. Die Erfinder, meine Chefs, sind halt Barfer und mussten halt schauen, wie kriegen wir es unterwegs mit, also die Barfqualität mit zu den Hundeschlittenrennen und so weiter. Ja? Und dadurch ist das ganze Produkt sozusagen, also eine Rohfleischrezeptur ab in den Kunstdarm, das heißt also frei von BPA, Beschichtung, im Kunstdarm für unterwegs. Ungekühlt haltbar. Was ist das für eine Rasse? Pudel. Ein Pudel? Ja, ein Harlekin. Ein Harlekin? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Nee. So groß? So groß, ja. Ist ein Großpudel. Wie lange haben Sie ihn schon? 1,5 Jahre. Sie ist auch fast 2. Ja. Ja. Also wenn jemand an der Tür klingelt, merkt er das? Sie nicht, aber ich habe noch einen Pudel zu Hause, noch einen Großpudel Rüden. Der sagt denn schon, bevor es an der Tür klingelt, da ist jemand. Merkt er schon, ja. Das merkt er und dann geht er los. Ja? Bei uns kommt niemand ungesehen an die Haustür. Ah, ja. Okay. Er ist ja auch sehr lieb. Ne? Er will nicht, kommt mit anderen Hunden gut klar. Also er ist ein Mädchen. Ach so, er ist ein Mädchen. Ja, ich habe noch nicht so geguckt. Nein, sie hat keine Hundeschule besucht. Sie kommt aus Irland, ist ein ehemaliger Corsing Greyhound. Ja. Und die sind einfach von Natur aus so. Und auch die Entwicklung, die sie da machen. Also die leben sehr viel länger in ihrer Gruppe, in ihrer Hundegruppe, als die hiesigen Hunde. Okay. So. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja, gleichfalls. Herr Schulze-Leusing, Tierfriedhof in Münster. Wir haben jetzt 30-jähriges Bestehen. Ja. Wir sind angefangen 1990, haben erst nur Beerdigungen gemacht, weil es damals in Deutschland noch keine Tierfriedhöfe, keine Einrichtungen, also keine Krematorien gab für Tiere. Und seit 2000 gibt es also auch Krematorien
Und inzwischen werden also fast der große Teil oder der überwiegende Teil der Tiere werden eingeäschert. Wir haben hier also nur einen kleinen Teil an Uhren. Bei uns im Büro sind also alle möglichen Uhren, verschiedene Materialien, angefangen von Holz über Keramik, Kupfer, nicht? Also alles ist da. Und da muss sich das jeder aussuchen. Es gibt auch Bilderrahmen, wie man sieht. Da kann man das losschrauben, kann die Asche hinten reintun und kann dann da vorne ein Bild reinmachen. Ne? Ja, ja, also es gibt alles. Wir haben nur einen kleinen Teil hier jetzt, ist klar. Ne? Und das sind ja schöne Uhren, gucken Sie mal hier. Ich finde das jedenfalls. Schöne Uhren, nicht? Das edel gemacht. Die gibt es einmal mit diesen Pfötchen oder auch ohne Pfötchen. Ne? Also das, die kommen gut an, gerade die Keramikuhren. Ne? Das heißt, für das Verein und ganz groß ist alles gut.